Willkommen, bienvenue, welcome. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir sind heute bei der DAX-Analyse und heute ist Freitag, der 1. Februar, Monatsanfang. Wir sind in der Woche, in der die Wirecard mal locker 5 Milliarden von ihrer Börsenkapitalisierung eingebüßt haben. Das war richtig Heavy Trading, muss ich wirklich sagen. Habe ich also so auch schon lange nicht mehr erlebt, vor allen Dingen nicht bei einem DAX-Wert. Wie auch immer. Wir gucken uns jetzt hier den DAX selbst an und das hier ist die Wochensicht. Also eine Kerze, eine Woche. Man kann hier relativ klar diesen Downtrend erkennen, da gehe ich aber gleich im Tageschart nochmal genauer drauf ein. Auffallend ist für mich, dass wir zweimal hintereinander die 20-Wochen-Linie touchiert haben und sind nicht drüber gegangen. Liegt momentan bei 11.302. Technisch, MACD ist noch okay. Oszillator ist noch okay, gilt als hoch, aber ist noch nicht mal überkauft. Das heißt, diese ganze Bewegung hier ist noch nicht nach meiner Betrachtung der Dinge heiß gelaufen. Wir haben hier oben drüber die 200-Wochen-Linie bei 11.476. Und das ist ein Punkt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Der ist nämlich nicht uninteressant. Von den Bändern hier ist es so, dass die zusammenlaufen, sodass ich davon ausgehe, dass wir uns grundsätzlich innerhalb der Bänder bewegen werden, ohne sie nennenswert nach oben. Ja, ich denke, das sowieso nicht. Oder auch nicht nach unten verlassen werden in den nächsten 2 Wochen, es sei denn, es passiert irgendwas von außen. Und damit gehe ich mit euch auf den Tag. Voilà, der Tag. Fangen wir mal damit an, dass wir hier diesen Downtrend haben vom Juli letzten Jahres. Ja, der geht hier runter, sind wir noch eine ganze Ecke von weg. Wir haben dieses Gap geschlossen hier. Das war bei 11.335. Hatte ich letzte Woche schon erwähnt. Da waren wir also ganz knapp dran. Ich glaube, um 14 Punkte mehr war das nicht. Das nächste Gap, und da wiederhole ich mich, ist 11.476. Das ist da, wo die 200-Wochen-Linie liegt. Das ist hier. 11.476. Das ist definitiv ein Widerstand. Wir haben jetzt, ich nehme mal das Fadenkreuz raus, wir haben jetzt hier so eine Art Mini-Doppeltop. Ja, einmal, zweimal im Bereich von 11.300. Ja, also immer so ein bisschen tolerant sein, rechnen 11.311. Das ist ein bisschen schwierig. Gleitende Durchschnitte sind uninteressant. Das untere Band nähert sich, das obere geht in die Horizontale über. Dieser Bereich hier um die 11.000 zwischen 350 und 11.378 ist sowohl dieses eine Gap, was mehr oder weniger geschlossen geht, als auch das obere Band, als auch das 38,2er Fibonacci Retracement von dieser Bewegung hier von Mitte Juni komplett runter bis zum Low. Rein vom Chart her ist das alles hier nach wie vor nichts anderes als eine Korrektur in einem Downtrend. Ja? Tiefere Tiefs, tiefere Hochs, tiefere Tiefs, tiefere Hochs, was erst dann als unterbrochen gilt, wenn wir hier den Bereich um 11.500 mit Schlusskurs überboten haben. Aber sehen Sie halt, dann kommt dann hier auch gleich dieser Trend dazu. Ich halte also nach wie vor das Potenzial hier für begrenzt. Von der Technik her gefällt mir nicht, dass wir über die moderne Sichtweise schon schwächer werden. Die traditionelle hat noch gar kein Signal gegeben. Der Oszillator ist aus dem überkauften Bereich mit einer sogenannten negativen Divergenz, das heißt, die Kurse sind gestiegen, aber die Technik ist nicht mehr mitgekommen, dreht er jetzt nach unten. Auch das halte ich grundsätzlich für negativ. Also, wenn ich mir das hier alles so anschaue, ist für mich der wichtigste Punkt 11.300, sagen wir mal 20. 11.320 mit ein bisschen Toleranz. Sollten wir das schaffen, haben wir durchaus die Möglichkeit, zumindest dieses Retracement hier zu sehen, genau. Vielleicht sogar mit ein bisschen Glück die 11.476, eben diese 200-Wochen-Linie und dieses Gap hier. Das ist möglich. Schwierig wird es für den Markt, jetzt muss ich das Fadenkreuz wieder reinmachen, wenn wir den Bereich von 11.000 unterbieten mit Schlusskurs. Da sind jetzt schon hier eine, zwei Unterstützungen, hier waren wir ja nur leicht dran und da ist auch die 20-Tage-Linie in der Nähe. Das heißt, da können wir locker drauf aufsetzen und davon gehe ich auch aus. Aber wenn wir drunter schließen, ist als erste Unterstützung dieses Gap hier angesagt. Das ist vom 17.01. bei 10.910. Ja, und ansonsten haben wir dann nur das untere Band. Also ich bin für die nächste Woche nicht so positiv und so mache ich dann also auch die Scheine, die ich jetzt gleich sagen werde. Und zwar zum einen,
Habe ich hier einen Call, 10.878er Basis. Da sind wir hier drunter, 10.878. Das ist ziemlich nah dran. Heute hier und jetzt um 18 Uhr ist es ein Hebel von 37. Das ist hoch. Der ist auch nicht zum Kaufen hier und jetzt gedacht, sondern erst dann, wenn wir wirklich die 11.300 rausnehmen. Dann wäre das einer. 10.878 Open End Schein von Goldman Sachs, die GA1 NEK. GA1 NEK. Bei den Puts gehe ich hinter dieses 38,2 Retracement. Hier hinter. Ein Put kommt erst dann wirklich in Frage, wenn wir hier die 11.000 unterbieten, mit Schlusskurs, damit also auch die 20-Tage-Linie. Dann ist der interessant. Oder interessanter oder hat mehr Chancen, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt hier gefunden ein 11.409er von Goldman Sachs. Das ist auch ein 50er Hebel. Das ist ein Haufen Holz. Ja? Das ist die GA2C95. GA2C95. Ja? 11.409 liegt hier hinter. Aber auch nur dann in Betracht zu ziehen, wenn wir unter die 11.000 gehen und da schließen. Eins noch, ich habe einen Film gemacht, weil ich habe wieder ein paar Mails bekommen, ob man nicht mal so einen Depotaufbau machen könnte. Ich habe einen Film gemacht, steht auf YouTube, der dauert nur 8 Minuten. Ich weiß, es sind ziemlich viele Anfänger dabei. Vielleicht ist das für euch mal ein ganz wichtiger Hinweis, wie man das machen kann. Ich meine, ich habe jetzt auch ein paar Jahre Erfahrung. Vor dem Hintergrund habe ich die einfach mal in diesen 8-Minuten-Film reingemacht. Ich wünsche euch für die nächste Woche ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.